Seit Mittwochabend schwebt sie wieder über dem Markt in Witzenhausen. Die große Erntekrone ist das Sahnehäubchen beim Festschmuck. Bereits seit Anfang der Woche waren die Mitglieder des Erntefestausschusses mit dem Hubschrauber unterwegs, um Straßen, Gassen und Plätze der Altstadt zu dekorieren. Unterstützt wurden sie vom städtischen Bauhof und einem Bauunternehmen. Eine besondere Aktion hatte sich die Gruppe Ein Herz für Witzenhausen einfallen lassen, die den Marktbrunnen, Kump genannt, mit Girlanden verzierten. Und auch die Hauseigentümer zogen mit und verzierten die Fassaden mit Erntekränzen, Wimpelketten und blau-weißen Stadtfahnen.